Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Das Schöne ist, ich bin so klein, ich kann mich hinter Pflanzen verstecken. Der Vorteil eines Zwerges. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich sammle hier wie ein Wahnsinniger. Natürlich hat es auch einen kleinen Hintergrund. Ich möchte natürlich jetzt auch demnächst als nächstes Ziel sowas wie Hide oder sowas bekommen. Damit ich eben hier weiterkomme. Ja, wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, die ganze Zeit hier am Ufer zu bleiben. Ich will jetzt hier nur ein bisschen bleiben. Vielleicht, um den einen oder anderen Zuschauer noch abzufangen. Und dann mit mehreren Leuten ein bisschen so nach oben zu wandern. Da oben sehen wir einen Triceratops oder sowas. Bin ja auch nicht so der Dino-Kundige. Da gibt es mit Sicherheit welche von euch, die da richtig Plan haben. Aber ich sehe gerade, es ist momentan noch relativ still auf dem Server. Was jetzt nicht schlimm ist. Ja, weil man muss das immer so sehen. Ich bin da auch jetzt am Anfang gerade ein bisschen dankbar drum, weil viele von euch spielen das mit Sicherheit schon viel, viel länger als ich jetzt und haben da schon richtig Dunst von. Und ich will ja auch nicht so ganz abstinken. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal ein bisschen einspielen so in das Ganze. Ich habe ja auf den anderen Servern, ich finde es jetzt cool, dass wir mal einen eigenen Server haben, wo ich dann weiß, dass der online ist. Und zwar immer, wenn ich eben will. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Weil es hat mich ein bisschen genervt, dann war ein Server teilweise da, dann waren sie wieder nicht mehr da. Ja, oder dann war schon extrem viel drauf, ja, wo dann Leute schon mega viele Base-Gebäude gebaut haben und wo du dann echt die entweder im Stamm anschließen konntest oder halt die gesagt haben, hier ist unser Land, ja. Mach's gut, schwingen Hut, ja. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen eigenes Gebiet haben. Wie voll sind wir denn eigentlich? Okay, wir haben... wir sind schon fast voll. Okay, pass auf, dann schauen wir mal, was wir craften können. Also auf jeden Fall will ich mehr Speere haben. Campfire wäre vielleicht nicht verkehrt, immer eins dabei zu haben. Ein Torch haben wir eine. Stone Pickaxe, die könnten mal... Die können wir, glaube ich, ins Inventar ziehen. Und dann reparieren. Ah ja, super geil. Okay. Jetzt haben wir da mal ein bisschen was repariert. Wo sind meine Dodos hin? Ich würde ganz gerne mal ein Dodo axten. Aber vielleicht den Fünfer, den wir vorhin gesehen haben. 7. Da ist noch ein. Du bist der Fünfer. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen können, aber ich glaube ja. Oh, dieser Ton. Er macht mich kirre. Okay. Also, wir brauchen Fleisch oder... Nee, wir brauchen Hide. Okay, das war schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe, der Ton kommt jetzt... Warte mal, ich muss nochmal schnell in die Einstellungen reingehen. Das ist ja schon echt ein bisschen heftig. Wenn der die ganze Zeit so hardcore reindonnert. Weil es macht euch ja auch nicht so Spaß, wenn dann ihr ewig laut ist. Aber es hat mich ja, hat mir jetzt eins gezeigt. Dodos, zwei Stöße, ratzi-watz, sind die um, ja. Okay, Stimberries werden jetzt langsam... Ja, schau mal, wo haben wir denn noch sehr viele von? Nehmen wir mal von den Armor-Dinger. Die gehen nämlich auch langsam kaputt. Du hast es schon gespannt, Kumpel. Okay, da war nicht so viel dran. Okay, wieder ein bisschen Holz. Wir brauchen ja auch ein bisschen was für die Nacht. Die düstere Nacht. Finster ist es. So, Flint kriegen wir da raus. Aber ich hätte jetzt ganz gerne noch ein bisschen Stein.
Gut, wir sind am Strand. Da würde eigentlich das keinen Unterschied machen. Genau. So. Okay, nice. Holen wir hier nochmal ein bisschen Tetch weg. Brauchen wir auch in rauen Mengen, ja. Wie gesagt, mein Ziel ist es jetzt, so eine kleine Bude zu bauen. So ein bisschen uns heimlich zu machen. Dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Aber so ein bisschen auch mal so eine Truhe oder sowas wäre extrem wichtig, dass wir unseren wichtigsten Schund weglagern können. Oh, wir haben Level Up. Dann gehe ich jetzt wieder auf Gesundheit. Dann gucken wir mal. Also, wir hätten hier Möglichkeiten, so einen Schlauch zu bauen. Den machen wir auf jeden Fall. Schuhe wären, glaube ich, auch mal wichtig. Nee, so ein Sleeping Bag. Aber was, warte mal. Mehr können wir noch nicht. Ein Sleeping Bag. Schauen wir mal. Können wir uns da irgendwas von herstellen? Fehlt uns für... Oh, 25 Hide, ja. Hallo. So, wir hauen uns wieder mal ein bisschen Bären rein. Die gehen nämlich relativ zügig kaputt, die Dinger. Haben wir noch ein Dodo. Okay. Okay, hat sich schon gelohnt mit dem Dodo hier. Aber ich glaube, ich verliere gerade so ein bisschen den Bezug zu meinem Campfire. Hoppala. Ein bisschen was entfleucht. Wo ist mein Campfire? Warte mal. Wir brauchen mal so ein bisschen einen Plan, wo das Ding eigentlich stand. Bin ich schon wieder viel zu weit weg? Warte mal. Irgendwo hier war das doch. Ich habe mein Campfire verloren. Okay, so kann man sprechen. Wir nehmen wieder ein bisschen was mit, während wir hier unsere Campfire suchen. Aber ich glaube, hier finden wir es nicht. Oder ist es kaputt gegangen? Das kann das auch sein? Weiß nicht, ob ein Campfire kaputt gehen kann. Schau mal in die Karte rein. Oh ja, okay. Ich glaube, da sind wir falsch. Nee, das ist nicht unser Campfire. Das war viel weiter da oben. Wahrscheinlich falle ich jetzt gleich aus Versehen drüber. Wir sollten uns vielleicht echt mal so einen Baum oder sowas als Ausgangspunkt nehmen. Aber ich dachte, ich habe das eigentlich gemacht gehabt. Scheinbar wohl doch nicht. Na, da ist es doch. War ja klar. War ja alles nur ein Test, Freunde. Ja, ob ihr aufpasst. Ja, natürlich nicht. So, aber wir können uns, glaube ich, mit dem Hide, was wir jetzt hatten, ja genau, so einen schönen, so einen Wasserdings, Wassersack craften. Die Dinge sind verdammt wichtig, also auch im späteren Verlauf des Spiels, dass man so ein, zwei Stück auf jeden Fall immer dabei hat. Ansonsten wird es nämlich immer mager, die legen wir mal auf 6. Den kann man wohl auch bei Regen füllen, habe ich zumindest gelesen, dass das geht. So, wir graben hier weiter uns wichtiges Zeug rein. Diese Beeren braucht man ja zum Zähmen von Tieren. Also diese Narco-Berries, so, die flößt man denen dann ein und dann wenn die müde und dann kannst du den mit Beeren, kannst du die an dich binden und dann brauchst du halt so einen Sattel, ne? Und das ist halt extrem schwierig. Jetzt gerade am Anfang so ein Ding zu craften. Wie viel Uhr haben wir? 19 Uhr. Oh, ich brauche euch, Freunde. Ich brauche euch ohne Witz. Ja, ihr müsst langsam kommen.
wir brauchen den Stammesbonus. Ja, das heißt, je mehr Leute im Stamm sind, wird die Erfahrung auch ein bisschen aufgeteilt. Und die jeder Einzelne bekommt. Und wenn dann sehr viele online sind, dann, ja, dann ist das halt eine feine Geschichte, ne? Weil dann kriegt dann jeder einen Bonus. Da müssen wir mal gucken. So. Ich glaube, das bringt auch was, wenn man hier... Ja, genau, wenn man hier das ein bisschen rumbastelt. Also dieses Projekt soll jetzt wirklich ein Community-Projekt werden. Für alle, die das noch nicht ganz glauben oder die das... oder für die, die sagen, Zwerg, ich weiß nicht, ob das Community ist. Ja. Nee, es ist wirklich als Community-Projekt geplant. Das bedeutet, ich will ganz bewusst mit euch zusammenspielen. Ja? Also das ist jetzt quasi das, das, wo mich schon monatelang Freunde aus der Community eben fragen und sagen, ey, Zwergi, wie schaut's denn aus? Kann man mit dir mal zusammen irgendwas spielen? Und dann sage ich, ja. Genauso bei solchen Projekten wie hier diesem. Gerne sogar. Also, wie gesagt, wenn ihr euch noch unschlüssig seid, ran an die Tasten, jetzt einloggen und wir sind da dehydrated. Oh, oh, oh. Wir hauen uns mal ein paar Berries rein, bis wir explodieren. Ja, das füllt uns ordentlich auf. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal ein bisschen ans Wasser. Ich habe da vorhin so ein Seeungeheuer gesehen. So, der Schlauch ist voll. Da ist doch... Das ist er auch noch da. So, Freunde, wir brauchen mehr Dodos. Einen crafte ich mir jetzt noch. Rein, weil wir es können. Wir haben 7 Fleisch. Na toll, und jetzt regnet es. Echt jetzt? Das können wir jetzt gleich testen, ob das mit dem 7 auffüllen auch funktioniert. Warte mal. Ihr seht unten, der 6er ist voll, der 7er. Tatsache! Der 7er ist auch voll. Wunderschön. Danke dem Regen. So, okay. Jetzt ist uns kalt. Aber immer was zu tun mit dem Freund hier. Legen wir das Fleisch rein. Und, nochmal ein bisschen aufteilen. So 10 Holz oder sowas. Ah, herrlich. Waren das 10 Holz? Warte mal, wie ging das mit dem direkt reinschauen in das, Feuer? F? Ja, F war das, okay. Okay, und da müsste jetzt eigentlich dann... Guckt Miet, wunderschön. 20 Minuten haben wir, bis es kaputt geht. Aber das hauen wir uns auf jeden Fall in die Kieme. Brauchen wir es überhaupt? Schicken wir mal kurz Food. Ne, brauchen wir momentan noch nicht. Wir werden es aber noch brauchen. Ich bin noch... So, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Sitze ich aber genau am Feuer mit meinem Hintern. Hallo? Was ist denn da los? Wir bräuchten vielleicht was für einen Kopf. Unser kleiner Zwerg ist ein bisschen überlastet, glaube ich. Wir haben keine Punkte mehr. Wir bräuchten da nochmal so 9 Punkte. Dann könnten wir uns da was basteln. Und wir müssen Dodos jagen. Für den Schlafsack. Aber dazu brauchen wir auch irgendwie... Ah, wir haben so viel zu tun. So, bevor ich jetzt die ganzen Bären fresse. Die brauche ich ja noch. Okay. 25. Ein Campfire mitten im Regen. Sehr schön. Ja, ich habe auf dem Server die Fadenkreuze ausgemacht, weil ich fand das irgendwie ein bisschen mehr Skill muss schon sein. Ja. Und da kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen, wenn man die Fadenkreuze einfach ausstellt. Wer weiß, wofür wir die Charcoal nochmal brauchen. Aber wir sind auch... Ich fühle mich auch gerade ein bisschen überladen. Kriegen wir auch einfach so Erfahrung? Nee, ne? Checken wir mal die Karte. Machen wir ein bisschen Kartenerkundung.
Na gut. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen hier so, wenn wir hier schon unterwegs sind, noch mal ein paar Beeren sammeln. Weil die halten uns wirklich lang am Leben. Also ich bin, muss ganz ehrlich sagen, wenn nichts mehr geht, Beeren sammeln ist immer noch eine Möglichkeit, wie man über die Runden kommen kann. Und wenn es auch nur dafür ist, kurz von A nach B zu kommen, um vielleicht irgendwann mal mit viel Glück, ja, was Besseres zu finden. Wow, wow, jetzt friere ich aber richtig heftig. Okay. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht ausgestattet genug, um lange wegzubleiben. Lange hier irgendwo durchs Nirvana zu kräuseln, das ist noch wohl für uns noch nicht so machbar. Ja, es wird aber auch jetzt 5 Grad. Es ist schon extrem kalt heute. Okay, Movement Speed ist okay. Crafting Speed. Oh, ja. Wir haben aber auch noch zu wenig, dass wir hier jetzt wirklich heftig was machen könnten. So, ich will halt nicht verbrennen, ja. Bisschen aufwärmen. Muss ich ja fast wirklich ins Feuer reinsetzen, um die aufzuwärmen. Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Braten wir uns den Hintern an. Thermal Insulation, okay. Also minus 11 Grad bis 108 ist, glaube ich, so das, was wir können. Eastern Plains. East Zone 1. Okay. Wir sind in einem Tribe, der ist aber scheinbar, die Army ist zu lang. Um es anzuzeigen. Können wir eigentlich auch nochmal reingehen. Transfer Ownership. Remove. Ah, da kannst du andere noch zu Admins machen. Das ist sehr cool. Das heißt, wenn sich da Leute als sehr, sehr hilfreich erweisen, ja, also wenn da welche dabei sind, die sagen, ey, Zwerg, gib mir mal ein bisschen Verantwortung. Ich möchte hier den Stamm mitmanagen. Könnte man sich sicherlich, da könnte man uns drüber reden, ja. Also ich finde, das ist okay. Oder man sagt, hey, pass auf, kein Thema, ja. Allein schaffe ich das ohnehin nicht und bin auch nicht so lange online. Wenn jetzt einer dabei ist, der halt wirklich, wo ich sehe, der ist viel online, dann lasse ich mir das auch eingehen, dass man dann da mal ein bisschen was zusammen macht, ja. So admin-mäßig. Also es ist alles offen noch, ja. Der Server ist noch todfrisch. Oh, wie schön ist das denn, ey. Das ist richtig schön. Das gibt ein paar schöne Thumbnails. So. Oh, jetzt ist mir wieder kalt. Jetzt ist nicht mehr. Ha! Verrückte Welt. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind aber auch schon am Ende der Folge und ich muss auf jeden Fall ins Feuer gucken. Das schauen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zeig, tschüss.